Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt, ich wollte ja hier ein bisschen offscreen noch das Ganze hier noch ein bisschen ja, arbeiten lassen und habe es doch nicht getan, weil ich doch wieder was anderes gespielt habe. Tut mir leid. Und dann habe ich mal einen Kommentar bekommen, wie es aussieht mit einer Mod, die das ganze Bauen hier ein bisschen verschnellert. Dann habe ich mir gedacht, das ist eine sehr gute Idee. Ich schaue mal hier in Steam nach, bei den Workshops von Steam. Und dort gibt es halt eine Mod, die das Ganze, ich glaube, vierfach verschnellert. Nur das Problem ist halt leider, diese Mod ist nicht kompatibel mit der Beta-Version 3.0 und war auch schon nicht kompatibel gewesen mit der 2.6. So habe ich das halt von den Kommentaren heraus gelesen. So, jetzt ist halt meine Frage, wenn ihr, sage ich mal, eine passende Mod habt für diese Geschichte hier schneller aufzubauen, schreibt es einfach in die Kommentare hinein mit dem Link dazu. Ich schaue dann öfters mal in den Kommentaren hinein, denn hin und wieder wird ja der jeweilige Kommentar als Spam vermerkt und ich sehe das nicht. Also ihr könnt halt schon euren eigenen Kommentar sehen, aber ich würde es nicht sehen oder andere Leute. Und dann muss ich halt öfters bei mir, bei YouTube selber, bei den Video Studio oder Video Creative Programm, keine Ahnung, da muss ich halt immer öfters nachschauen nach den Kommentaren. Und dann werde ich halt das gegebenenfalls natürlich genehmigen. So, dann das nächste ist natürlich auch am 31.03. wird die Version 3.0 für X4 erscheinen mit dem DLC Split Vendetta. Und ich bin halt immer noch ein bisschen skeptisch, ob ich da gegebenenfalls einen neuen Spielstand starten werde. Ich denke mal ja, dass ich vielleicht einen neuen Spielstand starten werde. Oh, die Station scheint sich zu regenerieren. Und mal schauen, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen länger noch in dieser Beta-Phase, ich weiß noch nicht. Oder ich versuche mal, ich weiß nicht, ob es dann hinhaut, ob ich dann diesen Spielstand weiter nutzen kann. Ich glaube es eher nicht, da er dann nicht kompatibel ist mit der richtigen Version 3.0. Mal schauen, ich weiß noch nicht, weil eigentlich wollte ich hier noch die Station hier noch fertig bekommen. So einfach mal, ein bisschen just for fun. Ich weiß noch nicht, ob ich das hinbekommen werde. Wie gesagt, wenn ihr halt eine Mod seht und den Bau etwas verschnellert, einfach in die Kommentare reinhauen. So, ja. Natürlich ist es auch so, das große Thema Coronavirus. Also, ich kann es so langsam, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Egal, wo man in den Nachrichten hört oder liest oder sonstiges, man hört nur noch Corona, Corona, Corona. Also ich denke mir wirklich, man kann es jetzt ja echt übertreiben, weil ich habe da, sage ich mal, eher meine eigene Meinung dazu, ja. Also, ich sag mal, jeder hat seine eigene Meinung dazu. Aber meine Meinung ist, es ist einfach wirklich komplett übertrieben. Und ja, man soll halt den Virus jetzt nicht unterschätzen. Also er ist schon, sage ich mal, sehr ansteckungsgefährdet. Und man soll es halt dementsprechend halt nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Da bin ich jetzt der Meinung. Aber das Problem ist halt, also es wird einfach zu viel, wie soll ich sagen, Festbrennstoffe, Nividium, hat er es nicht, Handelsstation, Nividium, der will nicht einkaufen, okay. Und dann das nächste ist halt natürlich, wer ist dann daran schuld mit dieser ganzen Geschichte? Also da muss ich jetzt eher sagen, Schuld würde ich jetzt eher auf die Medien sagen, die das Ganze halt
das Ganze halt relativ verschlimmern. Ja, also wenn man halt bedenkt, jetzt einmal ein ganz blödes Beispiel, also das ist richtig banal, wenn man holt, die spanische Grippe in den 20er Jahren hat schon, wenn ich mich recht entsinne, entweder 50 Millionen oder 500 Millionen Menschen getötet. Man muss aber auch sagen, dort war auch die medizinische Versorgung nicht so wie heute, ja, also um Gottes Willen. Und ja, dann in den Ende der 50er Jahren kam ja noch die asiatische Grippe noch hinzu, mit etwa 2 Millionen Toten. Und dann 2000, da muss ich jetzt erst irgendwann nochmal die Schweinegrippe war, 2006 oder 2009, da gab es auch in Deutschland, sag ich mal, 200.000 Tote. Ja, und dann halt damals vor nicht so langer Zeit her, die richtige Grippewelle, die 2017, 2018 war, dort gab es ja auch Todeszahlen im fünfstelligen Bereich. Also ich glaube, wenn ich mich noch recht entsinne, knapp 20.000 Tote. Und die Dunkelziffer ist immer noch nicht bekannt. Also denke ich mir, dort wurde damals nicht so viel großartig Geschiss gemacht. Und ja, jetzt halt mit dem Coronavirus, klar, es ist eine Pandemie. Also es ist kontinentübergreifend, auch in anderen Kontinenten ist dieser Virus ja schon dabei. Aber es wird, sage ich mal, doch schon eine enorme Panik geschoben. Also ich bin da, ja, bitte nicht böse gemeint. Klar. Vieles ist auch der Mensch selber schuld, indem er, ja Leute, indem er noch weiter Kontakt zu anderen Personen hält oder sonstiges. Also klar, man kann es unterbinden, indem man einfach Abstand hält und versucht halt, ja, keine unnötigen Risiken einzugehen. Also, wie gesagt, da hat jeder seine eigene Meinung, das ist halt meine Meinung. Also, viele sind halt, sage ich mal, die Medien schuld. Auch Facebook, WhatsApp, Instagram oder sonstiges oder allen gar, wie sie heißen. Weil das sind halt Sachen, das verbreitet sich relativ zügig. Auch genauso wie mit den Hamsterkäufen. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum Toilettenpapier gehortet wird. Also, ich weiß nicht, 20 Pakete Toilettenpapier wird dann teilweise aus den Regalen geholt und oh, wei, was ist denn hier los? Und da dachte ich mir, ja gut, wenn es jetzt, sage ich mal, Nahrungsmittel sind, so also Dosennahrungen, ja, die sich, sage ich mal, dementsprechend halt länger aufhalten oder Nudeln zum Beispiel, dann kann ich es das nachvollziehen, dass man die Sachen etwas mehr einkauft, aber dann Toilettenpapier. Hallo? Das ist ein Grippevirus, wo man nicht noch gleich die Scheißerei bekommt. Also sorry, also da verstehe ich echt die Logik nicht. Aber das ist halt natürlich typisch deutsch. Also es wird wieder große Panik geschoben. Also ich war jetzt halt zum Beispiel am Samstag einkaufen gewesen und da war eine Frau gewesen. Die hatte drei Einkaufswägen gehabt, vollgestopft bis oben hin. Und da dachte ich mir, mein lieber Scholli, wie versucht ihr überhaupt diese drei Einkaufswägen da zu rumkuschieren? Da habe ich das Ganze mal so beobachtet. Da sagte ja gut, okay. Einfach so eine Reihe und Glied, alles aufgestellt und nur hinten hat sie dann angefangen zu drücken. Und da habe ich mir gedacht, ja, wow. Entweder ist das eine Großfamilie oder sie macht das alles, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe dafür kein Verständnis. Und klar, es heißt dann halt auch von Ministerium, ich weiß, ich kenne mich mit der politischen Lage nicht so gut aus. Ich sag's mal einfach vom Ministerium, hieß es dann, man soll schon schauen, dass man Lebensmitteln für 2 Wochen im Haus hat, ja. Aber da sind Leute dabei, die übertreiben es echt, die holen, kaufen sich Lebensmitteln für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahren? Da dachte ich mir, ey, Leute, sorry.
Was geht in euren Köpfen vor? Denkt ihr auch noch an andere Leute, die sowas nötig haben? Zum Beispiel die älteren Generationen. Also, das ist etwas, was mir nicht in den Kopf hineingeht. Na gut, okay. Ein Thema erledigt mit ja, Thema Corona. Wie gesagt, ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe da meine eigene Meinung dazu, was ihr darüber denkt. Ja, okay. Also, ist halt ein schwieriges und leidiges Thema. So, okay. Die Station ist fertig gebaut worden, denn es ist auch so, ich würde sehr, sehr gerne dort hinten hinfliegen nach Yanamusura, aber wie man hier sieht, die Station liegt unter schwerem Beschuss mit einer I dabei. Noch eine I, noch eine I. Ach du Scheiße. Verteidigungsstation. Eieiei. Nein, also ich bin noch gesund. Also keine Panik, ich habe nur Schnupfen und etwas Husten. Ich habe kein Fieber, gar nichts. Also mir geht's ganz gut. So, ich bin echt schon mal überlegen, wir haben 61 Millionen Credits. Und bevor diese Station hier zerstört wird, kaufe ich noch ganz schnell was ein. Beziehungsweise schau mal ganz kurz, was die noch haben für mich. Jetzt habe ich meine Zigarette angemacht und habe sie doch nicht geraucht. Schande über mich. Und ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, die Aufnahme zu starten. Na gut, erstmal wieder Spielstand speichern. Mal gespannt, mal gespannt. So. Dann habe ich wieder nochmal einige Nachrichten bekommen, sehe ich gerade. Ich bin auch froh, dass ich. Oh Gott. Steuerung N. Ach, ne, Shift V für. Ja. Lautlos zu machen, weil. Die Musik, das ist auch so ein Thema. Ich bin echt mal gespannt, wie Egosoft dann mit der Version 3.0 das macht mit der Musik, dass sie nicht immer ständig im Loop-Modus ist. Das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, sie geht mir schon langsam auf den Keks. So, zeig mir deine Lizenzen für 10, für 16 Millionen. Nein, 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 nein. Ja gut, okay. Handelsangeboten. Boah, ich kann ja die großen Schiffe kaufen, das ist ja gar kein Problem. So, schauen wir mal Module. Luxusraum, dort haben wir Antimaterie, Konverterproduktion, ne, Antriebsteileproduktion. Das ist aber alles abhängig dann von den Fertigungshangare für L-Schiffe. 243 Millionen, XL-Schiffe 247 Millionen. Gewürze kaufen wir mal ein. Höhlenteile, komm, wir holen dann auch hier die Antriebsteile mit. So, Nanotronic, die ist teuer. Nostrop-Ölproduktion, Raumkrautproduktion, Schildkomplex, Sensorbündel, da haben wir noch 40 Millionen. Quantumröhren, das holen wir mir noch mit. Mikrochip-Produktion holen wir mit. Ich muss echt aufpassen mit dem Geld. Sumpfpflanzen. Administrationszentrum, Antriebsteile, achso, Adminzentrum kann ich ja auch kaufen. Hüllenteile, Verbundstoffe und mehr S-Biom. S-Biom. Schreiben, Verteidigungsplattform, Sensorbündel, ja, alles andere kann ich nicht kaufen. Ausrüstungen, Waffen. Das sind aber hier die Standardwaffen. Geschütztürme. Gute Frage, gute Frage. Wir kaufen erstmal die Sachen ein. Dann, ja, wie gesagt, also hier die Station wird es nicht mehr lange überleben. Also die Xenon sind doch schon sehr, sehr heftig unterwegs. Auch hier sind wieder 1, 2, 3, 4 Schiffe wieder unterwegs. Ach, was geht denn ab? Also die Xenons können schon ein bisschen nervig sein jetzt. Teleportiere zu. So. So, ich habe gesagt, wir haben 10 Millionen Credits, haben wir noch übrig. Denn wir haben ein Administrationszentrum. Da will ich eher sagen, Bau. Ne, stopp, verdammt. Bau planen. So, ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt in der Grafik nicht, aber es ist halt ganz normal.
So, dann würde ich sagen, Antimateriezellenproduktion, Enzyklopädie braucht, stellt her, Energiezellen, Wasserstoff. Okay, das kann man eigentlich nutzen. Das hat jetzt ja nichts mit den Teladis zu tun. Veredelte Metalle, das könnte ich eigentlich noch holen. Stellt her für ihre Metalle, Energiezellen und Erz. Könnte ich eigentlich tun. Könnte ich eigentlich tun. Aber ich brauche erstmal das Administrationszentrum, Lagermodule. Nein, 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 nein. Und da ich ja nur das Administrationszentrum von den Teladis bauen kann. Hallo, was ist denn hier los? Soll ich es dorthin bauen? Dann brauchen wir Energiezellen. Also irgendetwas stimmt da manchmal nicht mit der Einteilung. So. So. Macht es Sinn, das hier hin zu machen? Kommt, dass es schöner aussieht. Machen wir sie. Ne, ich mache sie dort oben hin. So hin. Kopiere Modul dorthin. Kopiere Modul dorthin. So, kopiere Modul dorthin. Kopiere Modul dorthin. Kopiere Modul dorthin. Könnte ich noch eine? Ne, eine könnte ich nicht mehr bauen, ne? Ne, das ist zu viel. So, entfernen. So. Kopiere Modul. Komm, ich will es einmal übertreiben. Ich will es einmal wirklich übertreiben. Großzügig aufzubauen. So. Soll man oben auch noch machen? Nee, komm, das reicht erstmal. So, dann haben wir hier die Graphenfabrik. Die stellt her Energiezellen und Methan. Methan, Methan. Wasser, 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 Wasser. Aber die kann man nur oben aufbauen. So, wenn ich das auswähle, drehe es in die Richtung. Sind die jetzt zu 90 Grad? Nee, ne? Ah, das ist immer bei denen ein bisschen schwierig. Oh. Oh. Das ist bei denen. Oh nein. Verdammt. Die irgendwie so zu hinzukriegen, dass die einigermaßen so sind. Kopiere Modul. Kopiere Modul. Und kopiere Modul. So, ich habe hier eine Wasserfabrik. So, und ja, dann kann ich sie. Ich wollte eigentlich noch zwei Stück. Oh nein. Da müsste ich aber noch einen Dings bauen. Eine Kreuzung. Warte mal, welche Kreuzung haben wir denn genommen? Wir haben die von den Paraniden. Verbindungsgerüst. Paraniden-Verbindungsgerüst, ne? Ich muss es wahrscheinlich doch so machen. Dann haben wir hier die normalen. Oder waren es hier die kleinen? Das waren hier die normalen. So. Machen wir das so. Sieht jetzt ja nicht so toll aus. Aber hey, egal. So, hier noch Verbindungsgerüst hin. Dann hier unten hin. Die muss ich ein bisschen. Oder warte mal. Die machen wir mal weg. Den machen wir mal weg und den machen wir mal weg. Wir stellen hier noch einen so hin und dann mit Verbindungsgerüsten
Einfach so ein bisschen aufbinden. Also, ja, gut, okay, sieht jetzt nicht schön aus. Egal. Ich weiß auch gar nicht, ob die Wasserdinger hier auch dementsprechend gerade sind. So, und dann noch einmal hier. Ne, stopp. Wir nehmen Entfernen. Kopiere Modul. Kopiere Modul. Kopiere Modul. Und kopiere Modul. Und da habe ich schon den ersten Fehler entdeckt. Entfernen. Und zwar brauche ich hier. Ja, sieht jetzt nicht gerade schön aus, aber hey. Und kopiere Modul. So, da würde ich sagen, das sieht überhaupt nicht schön aus. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Entferne, was habe ich denn da? Paranet, Verbindungsgröße 01. Ah, ja, okay. Ich habe den Fehler entdeckt. Aber das ist heute auch eine etwas längere Folge. Dann wird das heute eine etwas längere Folge. Aber es stört mich nicht. So. So, kopiere Modul. Kopiere Modul. Oh, gut, okay, ich kann auch mehrere natürlich auswählen. Oh. Ja, puh. So, dann hätte ich dann insgesamt 10 Stück. Gut. Okay. Dann heißt es hier 12 Millionen ankarren. Bestätigen. Konstruktionsschiff hinzufügen. Nicht genug Geld. Aha. Aha. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Dankeschön. Das war. Hä? Nicht genügend Geld. Hä? Nicht genügend Geld für den ersten Bau des Moduls. Des ersten neuen Moduls. Das verstehe ich jetzt ja nicht so ganz, was er jetzt da von mir will. Ich speichere das hier mal. Einfach eine tolle Station. Übernehmen. Ist es dann noch da alles? Bauplanen? Ja, es ist doch eigentlich alles da. Konstruktionsschiff hinzufügen. Nicht genug Geld. Egal, ich lasse mal ein bisschen noch den Zinser laufen. Und dann würde ich sagen, mit viel Glück ist dann halt ja, ein Teil der Station dann zum nächsten Mal fertig. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!